Er weiß, wo du hin musst. Okay. Ja. Weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Last of Us. Wir sind also unterwegs zu diesem Tommy. Ja, das ist Bills Handschrift. Bills Handschrift. Bill. Ist noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist der allein. Na super. Wir haben ihn auf zwei Klicker getroffen, das ist natürlich auch. Ich hab mich gerade übelst erschrocken. Ist eine von Bills Fall. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Ganz nett, hoffentlich. Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht rausgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Super, ich dachte, du hättest ja, die hätte die Leiter ruhig weiter einer hinlegen können. So, und dann gehen wir hier rüber. Deshalb habe ich mich gerade tatsächlich wirklich erschrocken. Rein. Komm hoch. Okay. So. Ich hätte den Bogen mitnehmen sollen, ne? Sicher. Okay, dann müssen wir doch den das Ding mitnehmen. Deswegen war das wahrscheinlich auch angezeigt worden. Ich muss es hier ranlegen, dann gehe ich da hoch. Manchmal sind so kleine Rätsel mit drin. Das ist ein bisschen wie Uncharted. Nein, halt mal oben. Und dann hier rüber. Hallo, Richard. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das Reden. Schade, ich hätte gedacht, ich könnte die. Daran halten. Er ist nicht gerade nett. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden. Okay? Berühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Hörst du
da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Die Frage ist, was hat denn da jetzt gerade rumgeklopft? Ich muss gerade ein bisschen was ruhiger sein, damit ich nicht irgendwie eine falsche irgendwelche Feinde reinrenne. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Ja, ich auch. Also ein bisschen. Sehen wir uns ruhig mal um. Ich dachte, die Typen sind wir mal zumindest los. Dachte ich an Rachel. Soldaten gehen von Tür zu Tür und um Menschen in. Ich kann es auf Deutsch lesen. Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser sind es ist die Uhrzeit. Wir haben mittlerweile 1 Uhr nachts. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald. Es war. Jo. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde sie jedenfalls schön. Ja, sicher, sicher. Ist hier unten. Naja, ich will es gar nicht wissen. Ich sag ja, manchmal ist es ganz ratsam, auch mal in jede Ecke zu gucken. Wer weiß, wer weiß. Okay. Lass uns von hier verschwinden. Definitiv. Super. Okay, zurück. Okay. Aua. Da war ich. So viel zum Thema. Siehst du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Zurück. Ja, komm. Bleib in meiner Nähe. Den einen Raum habe ich jetzt bewusst noch mal oben ausgelassen, weil wir wissen, was drin ist. Ei. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch
von Bills Scheiß fallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Wir hängen so gerade ein bisschen. Leit das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Joel! Oh, nein. Scheiße, sie kommen. Joel! Du. Du! Hallo, du warst nicht hier. Hör mal, du! Es ist immer das gleiche Prinzip jetzt gerade. Ich darf nur nicht aufhören jetzt! Will noch einer? Ja, Nummer 4, come on! Oh nein. Gute Nacht. Ja, super. Ich mach so schnell wie ich kann. Das heißt, ich muss die alle immer neu erledigen oder was? Oh, leck mich doch am Arsch! Klicker tot. Bin bereit, erledigt. Halt euch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Hier! Danke. Verdammt normal! Come on. Gut, jawohl.
mal, Digga. Scheiß Klicker, das ist das Problem. Sicherheitshalber. Mann, das war knapp. Vor allem war die sehr, sehr hungrig. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill. Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt. Mal lang. Scheiße. Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. Was das? Ob das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, mach das kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema. Nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Oha. Nein, pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Da ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Hm. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Oh, echt verlockend. Schluss jetzt. Hm. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Das würde ich aber sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Morgen um 18 Uhr dann wieder bei. Ihr wisst schon, was ich meine. Better Last of Us. Ich komme bei einigen meiner Projekte immer wieder ein bisschen durcheinander. Seht es mir bitte nach. Und ja, aber jetzt machen wir Feierabend. Wir sehen uns wieder morgen, wie gesagt, um 18 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen.